Hallo zusammen, herzlich willkommen in unser Online-Video-Learning. Ich bin Pedro Guedes, ich bin Brasilianischer und seit 2017 bin ich Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft U21 Männer. Heute machen wir eine Übung für eine besondere Technik, es heißt Ultimata. Zuerst machen wir eine kurze Aufwärme. Danach machen wir eine Koordination-Übung und dann machen wir die Ultimata und benutzen wir die Wande. So, zuerst anfangen wir mit dem Aufwärmen. Diese Übung ist für Judoka zwischen 8 Jahre alt bis 12 Jahre alt. Wir fangen mit dem Aufwärmen an. Auf geht's! Vor der Wande benutze die Beine. Entspannung, langsam, beides Beine. Hier, man kann zwischen 10 bis 15 wiederholen, 3 Runden. Die zweite Übung sind hier, Seite der Wand und benutzen wir die Beine. Hoch, nicht zu viel Tempo. Gleiche, zwischen 10 bis 15 wiederholen. 3 Runde. Die nächste Übung ist die Koordination-Übung. Wir stehen in einer Beine und wir halten für 15 bis 20 Sekunden. Beides Beine. Linksbeine, Herzbeine, Koordination und Konzentration. Wenn das ist schwer, man kann auch einen Stuhl benutzen. Und hier, wir halten in den Stuhl vor ein bisschen unterstützen. Beides Beine, zwischen 15 bis 20 Sekunden, 3 Runden. Danach die Koordination-Übung, gehen wir von der Seite der Wande und Ultimata von dieser Position. Hoch mit den Beinen, Entspannung, 10 Mal eine Seite, 10 Mal die andere Seite, 3, 4 Runden. So, das ist mein Vorschlag für euch. Viel Spaß und wir sehen uns bald.